Osnabrück in Niedersachsen. Hier wird das Tex-Mex-Lokal Manolo seit 5 Jahren von Profi-Koch Christopher und seiner Frau Irina geführt. Mit wenig Erfolg. Trotzdem, Christophers Koch-Ego ist riesig. Was ist, wenn hier voll ist? Wenn hier voll ist, dann mache ich das alleine. Wo ist dein ganzes Equipment? So Töpfe, Pfannen und sowas? Brauche ich nicht. Frische Küche, Fehlanzeige. Dein Stolz hört in der Mikrowelle auf. Laut den Zahlen kann man damit auch Geld verdienen. Die ernste Lage bei ihm ist noch gar nicht angekommen. Uah, das riecht wie Urin. Es ist 11:55 und auch mit dem Verpächter gibt es Probleme. Wer spricht jetzt mit mir? Du als Vertragspartner oder du? Nein. Das war garantiert nicht so abgemacht. Keine Gäste, keine Rücklagen und 60.000 Euro Schulden. Das ist meine Rente. Das ist das Einzige, was ich habe. Weißt, ich komme mir vor wie so eine Pappnase hier. Ich sag hier, komm, wir coachen den Jungen mal, damit der hier nicht diese Dosenkacke verkauft. Dabei kannst du das alles. Und wenn du das nicht machst, dann verspreche ich dir, dann brenne ich die Bude hier ab. Wir haben unsere Hilfe nicht verdient. Sternekoch Frank Rosin ist wieder im Auftrag der Gastronomie unterwegs. Das Ziel: Christopher Hönings Restaurant Manolo in Osnabrück. Der gelernte Koch braucht dringend Hilfe. Buenos dias, liebes Team. Ja, ich war beim Spanischkurs. Denn wir sind heute beim Mexikaner. Manolo heißt er, da gibt es so Tex-Mex-Steaks. Und ja, die haben richtig, richtig große Probleme. Mann, ist das schön hier. Osnabrück, wunderschöne Stadt. Jo, wo ist das? Ach, da drüben geht's. Da drüben geht's lang. Ja. Komm, dann gehen wir mal hin. Das Restaurant befindet sich in bester Lage in einem der ältesten Häuser der Stadt. Das macht Eindruck. Mega. Guckt euch mal das Gebäude an. Wie wird Christopher auf den Sternekoch reagieren? Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Moin. Hallöchen. Hör mal, ich habe gerade deine Bude draußen bewundert. Komm mal mit raus. Ja, gerne doch. Was ist denn hier los? Ja, das ganze Team ist da. Wir geben jetzt Gas. Sehr schön. Ja, natürlich bin ich positiv, sehr überrascht. Klar, ich freue mich, riesig. Und mal gucken, was das wird. Was hast du für Probleme? Ich habe unter der Woche keine Gäste. Keine Gäste? Ja, also aber so mexikanische Restaurants, die laufen doch wie Hulle überall. Ja, und ich habe hier auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich in Osnabrück der einzige Mexikaner bin. Darum wundert es mich. Oh. Komm, wir gehen mal rein, zeig mir mal deinen Laden. Herein spaziert in sage und schreibe 225 Quadratmeter. Eine echte Hausnummer. Frank Rosin verschafft sich erst einmal einen Überblick über die Organisation. Wie viele Mitarbeiter hast du hier? Also Festangestellte, in Anführungszeichen, nur meine Frau. Und ansonsten Aushilfe. Ich mache Küche komplett alleine bis auf das Wochenende. Freitag, Samstag habe ich eine Aushilfe. Du machst Küche komplett alleine? Ja. Echt? Echt. Warte mal, ich gucke mir mal den Laden eben an. Hier sind doch ganz entspannt 80 Plätze oder so. 70. Mhm. 70. Und da hinten noch? 40. Sag mal. Insgesamt 110 Leute könnten sich hier bewirten lassen. Doch die Gäste bleiben aus. Christopher kämpft um seine Existenz. Also ich habe mich selbstständig gemacht, um mit dem Gedanken auch natürlich Geld zu verdienen. Nicht nur zu überleben, sondern auch darüber hinaus. Das machst du alleine? Was ist, wenn hier voll ist? Wenn hier voll ist, dann mache ich das alleine. Erzähl doch nicht. Ja, ehrlich. Aber wie lange dauert das denn, bis Essen rausgeht? Je nachdem, was bestellt wird. Mexikanisch, 3-4 Minuten. 3-4 Minuten? Zeig mir mal deine Küche. Danke. Wie kann man denn in 3-4 Minuten ein Essen rausjagen? Wieso, habe ich irgendwas verpasst in meinem Leben oder so? Oder flunkert der? Kühlhäuser, ja. Vorbereitung. Was ist das? Das ist Hackfleisch. Für? Für Füllung, für ein Burrito, für die Tacos. Magere Zeiten in der Speisekammer. Ein ungewohnter Anblick für den Gourmetkoch. Ist aber jetzt nicht so viel drin, ne?
Weiter geht's in der Küche. Frank Rosin ist immer noch irritiert. Wie viele Gäste schaffst du alleine? Das ganze Restaurant, also hier den vorderen Bereich, nicht den hinteren, das mache ich alleine. Aber kann mal einer beim Guinness-Buch anrufen, dass wir das mal eben anmelden? 50 Gäste, mexikanisch, 4 bis 5 Minuten. Die wollen vorbeikommen. Wir wollen hier den Rekord, den Guinness-Buch der Rekorde aufstellen, ja? Christophers Geheimnis? 3 Mikrowellengeräte. Ach, da ist ja noch eine! Also, da werden nur die beiden gebraucht. Du bist ja der Weltmeister der Mikrowellen, aber. Mhm. Aha. Und wo ist dein ganzes Equipment? So Töpfe, Pfannen und sowas? Das brauche ich nicht. Das ist auch für den Restaurantprofi neu. Dieser Kollege hat seine ganz eigene Art zu kochen. Für die Massen, die ich im Kühlhaus habe, habe ich natürlich meine Töpfe. Das habe ich dann hier. Aber so Pfannen, Gabeln und sowas, das habe ich alles. Wie machst du das denn? Entschuldigung, wir sind ja Kollegen. Also ich sag, oder bist du gelernt? Ja, beides. Refa und Koch. Restaurantfachmann und ausgebildeter Koch. Und wo hast du gearbeitet? Die letzten 13 Jahre habe ich oben im Steigenberger Remark gearbeitet. Im Steigenberger? In dem Hotel da? Hat man da auch ohne Pfannen gekocht oder so? Nein, das hier ist ein bisschen was anderes. Was hattest du für einen Job im Steigenberger? Sous-Chef, unter anderem auch fürs Gourmet-Restaurant. Echt? Mhm. Herr Kollege, Respekt. Danke. Cool. Endlich mal ein Kollege bei Rosins Restaurants, der so auf Augenhöhe ist. Huh? Und der ohne Pfannen und Töpfe à la carte Service macht. Ha, das ist super. Das gucke ich mir an. Also das musst du mir zeigen. Weißt du, es kann ja auch sein, dass ich die letzten 27 Jahre an der Wand gepennt habe und gar nicht weiß, wie man das machen kann. Demnächst kannst du vielleicht sogar mein Kollege sein, indem du den Leuten einfach mal zeigst, ne, wie man in 5 Minuten oder 4 Minuten frisch gekochtes Essen rausschiebt. Also Respekt, Respekt. 3 Mikrowellen, du hast keine Töpfe, keine Pfannen, nix. Also, das war mir klar, als Frank Reinka nur gestutzt hat, dass er keine Pfannengabeln, ähnliches, Töpfe, dies, das, nicht da oder nicht vorhanden ist, weil er das so nicht kannte. Ich kann, gut, bis dato kannte ich das vorher auch nicht. Hab das mal, weil ich dann wirklich gedacht habe, das ist gut, schnell und laut den Zahlen kann man damit auch Geld verdienen. Ich möchte dich auch jetzt nicht vorverurteilen, weil nur ich glaube, wenn man 3 bis 5 Minuten für ein Essen benötigt, dass das irgendwo doch, dass die Qualität doch da auch hakt. Es kommt drauf an, wie man damit umgeht, ne? Mit den Produkten. Ich meine, die sind ja frisch. Schnell urteilen kann ich auch. Wenn ich vorher nichts gesehen habe, vielleicht erst angucken und dann könnt ihr ja urteilen, natürlich. Hast du dir nie Gedanken gemacht, dass das Konzept nicht gut ist, weil es nicht läuft, dass es irgendwie daran liegt? Nein. Moment. Das Konzept, das ist, so wie ich das hier so übernommen habe, es läuft ja. Also, oder beziehungsweise als ich damals vor 5 Jahren angefangen bin, lief das ja auch alles prima, super. 2 Jahre waren top. Doch das war einmal. Heute kommen kaum noch Gäste. So, und dann hast du, was ich natürlich dann, weil ich auch nicht so der... Wolltest du telefonieren? Ich muss meine Frau anrufen. Ja, mach das mal. Geh nicht dran. Nein. Tu mir einen Gefallen, versuch deine Frau zu erreichen, die möchte ich kennenlernen. Ja. Käffchen? Gerne, Maschine ist an. Jetzt frage ich euch. Wenn ihr mit eurer Freundin, Ehemann essen geht, in ein Restaurant, wo ihr wisst, dass das Gericht, was ihr bestellt, in 3 bis 5 Minuten fertig ist, ohne Pfanne, ohne Topf, nur in dem Mikro oder irgendwie warmgelegt, ist das dann eure Entscheidung zu sagen, genau da gehe ich hin? Ja, merkst du selbst, oder? Was haben wir hier? Speisekarte. Was steht denn hier? Liebe Steggemeinde, aus gegebenen Anlass haben wir Montag, den 6.3. geschlossen. Warum hat er denn heute zu? Der hat doch heute eigentlich geöffnet. Morgen ist Ruhetag. Fragen, immer nur Fragen. So. Hast du deine Frau erreicht? Ja. Okay, wann kommt sie? Gar nicht.
Sie möchte heute nicht. Ihr habt doch heute normalerweise auf. Warum habt ihr heute Ruhetag? Du machst einfach die Bude zu? Einfach so zwischendurch? Hat sie mir gestern gesagt, dass sie nicht kommt. Und dann kann ich natürlich nicht aufmachen. Ach, das hast du gestern schon gewusst? Gestern Abend, ja. Warum kommt sie jetzt nicht? Weil wir uns gestern gefetzt haben. Habt ihr Eheprobleme? Mhm. Das ist dein persönliches Dilemma und das ist auch dein unternehmerisches Dilemma. Ich will der Sache überhaupt nicht entgegengehen jetzt. Ich will jetzt sehen, wie das läuft. Kennst du die Sendung? Deine? Ja? Ja. Gut. Dann weißt du ja, was jetzt passiert, ne? In den nächsten 2 Stunden. Ja, es kommen 20 Gäste. Moa, du hast ja gesagt, dass du auch 50 kannst. Wie viele Gäste schaffst du alleine? Das ganze Restaurant, also hier den vorderen Bereich, nicht den hinteren, das mache ich alleine. Habe ich mir gedacht, komm 50. Bus. Jetzt nutze ich erstmal, glaube ich, die Gelegenheit, da mit meiner Frau zu sprechen zu Hause und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Ansonsten muss ich mir nebenbei gedanklich noch was überlegen. In der Hoffnung, die Wogen zu glätten, macht sich Christopher auf den Weg. Seine Frau Irina ist für den Service im Manolo zuständig. Er braucht sie heute dringender denn je. Und sein Einsatz hat sich gelohnt. Wunderschönen guten Tag. Bist du? Die Irina. Hi, Frank. Hallo. Na, wie geht's dir? Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Sehr, sehr nett. Danke, dass du auch gekommen bist. Ja? Sollen wir uns mal unterhalten? Haben wir einen Kaffee in der Nähe? Gehen wir Kaffee trinken? So, ich gehe jetzt schön mit deiner Frau Kaffee trinken. Ne? Und du kannst mal schön hier, ne? Tschüss. Ne, vielleicht schön. Ja, ich mache mir das jetzt schön hier. Komm, meine Süße, wir gehen jetzt mal hier schön. Frank Rosin muss wissen, woran er ist. Nur so kann er vielleicht helfen. Der Sternekoch kommt auch gleich zur Sache. Ihr habt Stress gerade, ne? Ja. Was war denn gestern? Da kamen so Freunde gestern und die haben gesagt, also einfach, haben gefragt, also, was hast du von deinem Mann zum 50. gekriegt? Habe ich gesagt, nichts. Nur niemals Hallo. Und der hat einfach so in offenen Raum geschmissen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, du bist ein Schatz. Die nehme ich auch gleich mit. Die schenke ich dir. Danke dir. Was habt ihr beide für ein Problem? Wir sind auseinander, also schon knapp 2 Jahre. Hä? Ja. Wir sind verheiratet, wir leben in einer Wohnung, also quasi wie in einem WG. Ja, wir arbeiten zusammen einfach um den Rest. Und warum bist du jetzt hier? Weil das Restaurant Probleme hat. Mache ich auch noch für ihn, ja. Ja, weil ich denke mal, also wer soll denn Christopher halt helfen, wenn ich das nicht mache? Da kriegst du auch keine Dankeschön oder sonst was, oder? Und du fühlst dich dann schlecht behandelt. Deswegen bin ich auch heute nicht ans Telefon gegangen. Ja. Eigentlich habe ich zum 1. Juli gekündigt. Jetzt. Das ist in Stein gemeißelt. Das ist definitiv. Ich gehe. Also außer, dass also was passiert ist, also wenn der Christopher sagt mir, bleib bitte. Würdest du dich freuen, wenn er um dich kämpfen würde? Sicherlich. Vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Zumindest das Manolo soll noch eine Chance bekommen. Trotzdem, Irina ist immer noch sauer. So, das ist zu meinem 50. Geburtstag. Von Frank Rosin habe ich auch so Blumen gekriegt. Ja, sensationell. Von dir gar nichts. Ja, danke. Sensationell. Danke, Frank. Was denn? Ja, wusste ich ja nicht, dass du ihr nichts geschenkt hast zum Geburtstag. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Kein Bock? Vielleicht. Ihr seid ja geil, ihr beide. Was erwartet sie denn? Sie macht dasselbe ja auch mit mir.